In den letzten Wochen, gerade in der dunklen Jahreszeit Anfang dieses Jahres, habe ich einige Bilder von einem Kumpel gesehen, der war auf den Kanaren in Spanien, hat dort vormittags gearbeitet und nachmittags hat er seinem Hobby Kitesurfen gefrönt. Beneidenswert. Da habe ich mir gedacht, ist das eigentlich arbeitsrechtlich unproblematisch? Das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst mal, um es ganz klarzustellen, es gibt kein Recht auf Workation oder mobile Arbeit. Immer mehr Arbeitgeber lassen es aber auch zu und immer mehr Arbeitnehmer fordern es ein. Aber es gibt da einige Dinge, auf die muss man aufpassen. Beispielsweise, wie wäre es gewesen, wenn mein Kumpel jetzt auf den Kanaren vom Schreibtischstuhl gekippt wäre? Wäre er da unfallversichert gewesen? Grundsätzlich kann man sagen, bei einer Workation in Deutschland kein Problem. Da gelten dieselben Regelungen wie beim Arbeitsplatz. Innerhalb der EU geht es auch meist noch, weil die deutschen Sozialversicherungsbehörden das relativ unproblematisch wie eine Entsendung behandeln. Und dann bin ich, sofern ich ein sogenanntes A1, eine A1-Bescheinigung beantrage, im EU-Ausland genauso versichert wie zu Hause. Ich bleibe in meiner deutschen Sozialversicherung. Außerhalb der EU, da wird es dann kompliziert. Insofern sind Unternehmen wahrscheinlich gut damit beraten, erstmal Workations nur in der EU zuzulassen. Ähnlich ist es bei steuerlichen Themen. Hier muss ich schauen, ob ich mit dem jeweiligen Land, in das der Arbeitnehmer für die Vacation reisen möchte, ein Doppelbesteuerungsabkommen habe. Denn nur dann kann ich einigermaßen sicherstellen, dass ich den Arbeitnehmer, wenn er nicht allzu lange bleibt, genauso besteuern kann, wie wenn er zu Hause arbeitet. Ansonsten habe ich natürlich wieder einen Mehraufwand, weil ich möglicherweise in anderen Ländern Steuererklärungen abgeben muss, Steuern zahlen muss und so weiter. Ein weiteres Thema ist das Thema Datenschutz. Wenn ich im Ausland Daten verarbeite, dann kann der Arbeitgeber ja gar nicht mehr das Ganze so kontrollieren, wie er es hier macht. Wenn ich mich in Deutschland in mein heimisches Arbeitgebernetzwerk einwähle, ist das natürlich viel sicherer, als wenn da irgendjemand in seiner Workation sich möglicherweise in einem Café in ein offenes WLAN einloggt. Das geht gar nicht. Also hier werde ich erstens dem Arbeitnehmer entsprechendes Equipment zur Verfügung stellen müssen und ihm auch ganz klare Anweisungen geben müssen, was geht und was geht nicht. Schließlich stellen sich noch weitere Fragen, beispielsweise zum Thema Arbeitszeit. Welches Arbeitszeitrecht gilt eigentlich im Ausland? Da gilt nämlich nicht das deutsche Arbeitszeitgesetz. Auch hier ist es in der EU wieder einfacher, weil aufgrund der Arbeitszeitrichtlinie das alles sehr, sehr ähnlich ist. Aber auch beim Arbeitsschutz stellen sich noch einige weitere Fragen. Mein Fazit insgesamt allerdings, Workations in Deutschland und innerhalb der EU bekommt man ganz gut in den Griff. Es bedarf einiger Vorbereitung, aber man macht das ja nicht für den Einzelfall in der Regel, sondern kann das dann auch weiteren Mitarbeitern anbieten. Workations außerhalb der EU, das wird man sich zum Zeitpunkt jetzt noch überlegen müssen, denn da ist die Rechtslage tatsächlich kompliziert.